Wir stehen hier, weil wir endlich eine Absenkung der Hürden für Volksbegehren in NRW wollen. Hinter mir hängen ganz viele bunte Taschentücher und die stehen für zwei Dinge. Zum Ersten, sie stehen für die Wahlversprechen aller im Landtag vertretenen Parteien, die Hürden für Volksbegehren abzusenken. Und zum Anderen, sie stehen für 6.402 Menschen, die im Internet einen Aufruf unterschrieben haben, mit der sie sich unserer Forderung anschließen. Heute tagt hier im Landtag die Verfassungskommission NRW. Alle Abgeordneten aller Fraktionen haben gesagt, eigentlich wollen wir runtergehen bei der Hürde. Wir wollen die Prozenthürde absenken und wir wollen auch finanzwirksame Volksbegehren möglich machen. Aber, wie das so ist in der Politik, wir müssen dranbleiben. Es braucht einen stetigen Anstoß, damit die Abgeordneten ihr Versprechen nicht vergessen. Heute haben wir ein dickes Zeichen gesetzt mit den 6.402 Taschentüchern an der Leine. Wir werden aber dranbleiben, bis wir in NRW endlich auch faire Volksbegehren bekommen. Ja, der NABU demonstriert heute mit vorm Landtag. Wir wollen, dass sich die Gesetzgebung ändert. Wir wollen, dass die Hürden für die Volksbegehren niedriger gesetzt werden, weil wir auch im Umweltbereich ansonsten immer scheitern werden mit den Vorhaben, die nötig sind, um auch mal eine Regierung zu zwingen zu handeln. Und deswegen muss sich da was ändern. Die Regierung muss da die Gesetzentwürfe vorlegen, damit einfach die Hürden runterkommen und wir es einfacher haben, auch mal Volksstimme hier im Landtag zu Gehör zu bringen. Also wir diskutieren heute in der Verfassungskommission über direkte Demokratie. Und in den letzten Jahren haben wir vor allen Dingen bis heute eigentlich darüber gesprochen, welche Hürden müssen gesenkt werden oder welche Möglichkeiten müssen geschaffen werden, überhaupt direkte Demokratie zu realisieren im Bund, im Land, in den Kommunen. Diesen Schritt haben wir jetzt fast getan. Heute werden die letzten Meter auf diesem Weg gegangen. Wichtig ist es nun, und das ist, denke ich, die Hauptaufgabe, die Herausforderung, vor der wir stehen, gute, qualifizierte Abstimmungen möglich zu machen. Das heißt, wie schaffen wir es, dass die Bürger informiert werden in so einem Prozess von Volksbegehren, Volksentscheiden, Volksinitiativen? Wie ist es möglich, dass sie nachdenklich in diesen Prozess hineingehen oder zumindest bei der Abstimmung nachdenklich und qualifiziert aus diesem Prozess herauskommen? Dann haben wir nämlich das, was eigentlich in der Verfassung immer schon angedacht war, nämlich eine Balance zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie. So wie die Parlamente selbstverständlich Ausschusssitzungen haben, Anhörungen, so braucht auch die direkte Demokratie neue Wege, gute Wege, um informative und informierte Entscheidungen treffen zu können.